Es ist echt super, super geil, dass ihr alle hier seid. Ich bin Nadja. Ich habe die Sache hier so ein bisschen mit organisiert. Das ist Jenny Becker. Hallo, herzlich willkommen zu Rescue the Rescuers. Ja, schön, dass tatsächlich viele Menschen dem Aufruf gefolgt sind, weil wir ein ganz wichtiges Thema hier heute haben. Cool, dass ihr alle da seid. Dankeschön. Genau, die gute Jenny ist studiert an meiner Uni, an der Fachhochschule Potsdam. Geil auch an die ganzen Kommilitonen, die extra hergekommen sind, die meisten aus Potsdam. Und Jenny wird euch heute den ganzen Tag durchs Programm führen. Also ihr werdet die wundervolle Stimme noch eine Weile hören. Genau, ich habe die große Ehre, wurde gefragt. Wir hatten nicht so viel Vorbereitungszeit, weil die Anfrage, glaube ich, letzte Woche Sonntag kam. Ich werde aber versuchen, das möglichst gut hier auf und über die Bühne zu kriegen. Und genau, Nadja hat sich ja schon ganz kurz vorgestellt. Nadja hat das Ganze hier organisiert, was schon mal echt großartig ist. Größten Respekt dafür. Und an der Stelle vielleicht ganz wichtig die Frage, Nadja, warum machst du das alles? Was ist der Grund für die Veranstaltung hier heute? Also mein Kontakt oder meine Verbindung zu den Leuten, die wirklich in Griechenland im Gefängnis sitzen, es sind sehr, sehr gute Freunde von mir. Ich war letztes Jahr von März bis Ende September selber auf Lesbos mit ESCI. Ich habe mir mehrere Monate mit Sada ein Doppelstockbett geteilt. Ich war die Einzige, die über ihr schlafen durfte, weil ich unter 50 Kilo wiege. Genau, Nassos war ja mein Boss, hat mich sehr geprägt die ganze Zeit dort und wir haben sehr, sehr harte Momente da gehabt, wir sind zusammengewachsen, es sind Menschen, auf die kann man sich zu 150% verlassen, egal worum es geht. Sada und ich hatten auch noch hier in Berlin Kontakt, bis sie wieder nach Griechenland gegangen ist und meine Freunde wurden inhaftiert dafür, dass sie Menschenleben gerettet haben. Das finde ich selbstverständlich nicht in Ordnung und deswegen haben wir uns heute hier versammelt, um für Solidarität aufzurufen, der Gesellschaft zu zeigen, es ist jetzt 61 Tage her und sie sitzen immer noch in Untersuchungshaft. Ja, viel zu dem ganzen Hintergrund ist ja auch schon während des Marsches ein bisschen erklärt worden. Wer sind die drei Menschen? Was ist da passiert? Es ist gerade nochmal erwähnt worden. Es sind drei Menschen, die in der Flüchtlingshilfe aktiv waren, die dort dafür gesorgt haben, dass Menschen eben gerettet werden können, dass sie da ankommen. Sie haben Übersetzungen ermöglicht eben dort im Lager und sitzen jetzt in Haft. Und jetzt sind wir natürlich nicht in der Position, um hier politische Forderungen an Griechenland zu stellen. Und trotzdem haben wir ein ganz großes Anliegen. Vielleicht kannst du das auch noch mal erklären, was dein Anliegen mit der Veranstaltung ist. Genau, wir hatten ja am 28. 29. August ging das in den Medien los. Man hat es überall gelesen, The Guardian, New York Times, überall in den deutschen Medien. Und seit, weiß ich nicht, 3-4 Wochen hört man davon nicht mehr sonderlich viel. Und wir haben uns gesagt, das kann so eigentlich nicht sein, wenn ich die Leute, wenn ich den Leuten davon erzähle, ist so, ja, ich habe mal was davon gehört, ach wie, echt, die sitzen immer noch, ja, das tun sie. Deswegen haben wir diese Demonstration heute organisiert, nicht nur in Berlin, sondern außerdem noch in Barcelona, in London, in Dublin, in Stockholm und in Boston, den USA. In unserer Organisation sind wir ein Netzwerk aus ungefähr 550 ehemaligen Freiwilligen, die wirklich auf dem ganzen Globus verteilt sind. In allen Städten haben sich Leute zusammengetan und haben irgendwas auf die Beine gebracht. In London oder in Stockholm setzen sie sich einfach nur vor die Botschaft. In Barcelona malen sie ein riesengroßes Bild auf den Boden mit Kreide und jeder, der kommt, unterschreibt. Und am Ende dient das auch dazu, dass wir unseren Freunden im Gefängnis einfach zeigen können, guckt mal, wie viele Leute überall auf der Welt auf die Straßen gegangen sind für euch. Dafür. Sehr gut. Also es geht darum, einfach Solidarität zu zeigen. Natürlich, das tut ihr alle, indem ihr hier seid. Danke dafür. Und es geht ganz klar um das Statement, dass Flüchtlingshilfe einfach keine Kriminalität ist. Das ist keine Straftat, das ist das Wichtigste, was da gerade passiert. Und es sind Menschen, die Respekt, Anerkennung verdient haben und definitiv nicht in Gefängnissen sitzen sollten. Ja, Nadja, damit an dich erstmal ein Dankeschön, dass du das alles organisiert hast.
Ich würde euch ganz gerne sagen, was hier tatsächlich heute alles stattfindet, weil du hast ja gerade schon erwähnt, was teilweise auch überall auf der Welt gerade an Aktionen läuft. Hier ist es so, dass ein unfassbar großes Bühnenprogramm zusammengeklöppelt wurde und wir haben einiges vor in den nächsten Stunden. Es geht darum, da mehrere Künstlerinnen und Künstler, die sich bereit erklärt haben, hier zu spielen. Vielleicht sagst du da auch noch mal ganz kurz was dazu. Genau, also wir haben zum Beispiel, vorab erstmal bitte noch einen Riesenapplaus an Siriental für sein Hammer-DJ-Set. Es war Sara, die dort gesprochen hat. Sie hat Reden von Sara, hat er eingebaut. Der Hammer. Er war tatsächlich der erste Künstler, der von mir angeschrieben wurde, ob er hier heute, tatsächlich, er hat mich angeschrieben, seine Unterstützung angeboten. Danach kam gleich die Band Gelina, die habe ich im Juni auf dem Jalla-Festival kennengelernt, die habe ich angeschrieben, die haben sofort zugesagt. Monolink wird heute Abend kommen, trotz laufender Tour kommt er her. Mellomark und Hasenscheiße kommen aus Potsdam. Wir haben unglaublich viele tolle Leute, die Gesellschaft Kultur des Friedens ist da und alle, die hier heute sind, machen das einfach so. Die haben gesagt, uns gefällt es nicht, was da passiert, wir zeigen Solidarität, keiner bekommt hier irgendeine Gage. Vielen lieben Dank an alle, die hier geholfen haben. Zwei Leute muss ich jetzt tatsächlich noch hier auf die Bühne zerren, auch wenn sie mir dafür wahrscheinlich im Nachgang den Kopf abhacken werden. Und zwar einmal auf jeden Fall, ihre wunderschöne Stimme habt ihr schon gehört, Kirsten Müller von der Heiden sollte jetzt auf jeden Fall auf die Bühne kommen. Bitte? Kirsten? Ja, my partner in crime. Hier oben. Kirsten und ich haben uns witzigerweise auf einer Veranstaltung kennengelernt. Ich dachte, es wäre eine Demo. Ich hatte ein Plakat dabei. Es war eine Podiumsdiskussion. Kirsten hat ganz am Ende einen supergeilen Kommentar gebracht, woraufhin wir uns vernetzt haben. Und ohne Kirsten wäre das alles hier heute überhaupt nicht möglich gewesen. Also bitte. Einen weiteren Menschen, der muss jetzt auch hier oben nach oben kommen. Kein anderer als Guido Meschkat selbst hat davon gehört, ich musste mich ein bisschen beweisen, musste ihm zeigen, dass ich es ernst meine. Und nachdem hat er alles in Gang gesetzt, alles bewegt, was er konnte, war 24/7 für mich erreichbar, ist flyern gegangen, hat sonst was gemacht, hat uns Mellomark und Hasenscheiße an Land gezogen. Guido, wenn du hier bist, dann komm bitte nach oben. Na gut, wir applaudieren trotzdem erstmal bitte einmal für Guido Meschkat. Okay, ja, dann danke euch schon mal, dass ihr da seid, dass ihr das alles organisiert habt. Und dann würden wir hier jetzt ganz gerne auch mit dem Programm anfangen. Es wurde schon gesagt, wir haben Künstlerinnen und Künstler, die hier später auftreten werden. Es sind ganz viele UnterstützerInnen dabei, die hier auch ein bisschen was sagen möchten zu der gesamten Situation. Und vor allem haben wir viele Menschen, die aus dem unmittelbaren Umfeld von Sara hier sind. Das heißt, sie selber ist ja nach ihrer Flucht hier in Berlin angekommen. Und wir haben eine ganze Menge Menschen, die sie eben kennen und die hier sind, um sie eben jetzt auch zu unterstützen. Die ersten, die hier auf die Bühne kommen, jetzt muss ich mal mein Kärtchen wechseln. So, genau, der erste Beitrag, die ersten Menschen hier auf der Bühne sind von dem Club Al-Hakawati vom Theater X. Das ist ein Kollektiv, ein selbstorganisiertes und da finden sich Geflüchtete, KünstlerInnen, AktivistInnen zusammen und Al-Hakawati steht für Storytelling, das heißt, das ist das Geschichtenerzählen in Wort, in Musik, in Spiel und das ist das, was diese Menschen machen. Sara selber ist dem Ganzen beigetreten, als sie hier nach Deutschland gekommen ist und in Berlin angekommen ist und hat angefangen, ihre Geschichte dort zu erzählen, das heißt, sie hat selber angefangen, Stücke zu schreiben und einige Auszüge, einige Szenen aus den Stücken, die sie geschrieben hat, werden jetzt die Mitglieder vom Club Al-Hakawati hier auch auf die Bühne bringen. Genau, und damit herzlich willkommen, begrüßt bitte den Club Al-Hakawati ganz herzlich und danke, dass Sie da sind und das Ganze hier machen.